Ihr Waldräuber, es sind jetzt schon über 2 Wochen her, dass wir uns nicht gesehen haben. Und ich habe mir überlegt, ich schicke euch eine kleine Räubergeschichte von unserem Waldfernsehen. Und die Räubergeschichte ist von Toni Ungerer, die 3 Räuber. Es waren einmal 3 grimmige Räuber mit weiten schwarzen Mänteln und hohen schwarzen Hüten. Der erste, der hatte eine Donnerbüchse. Der zweite hatte einen Blasebalg mit Pfeffer. Und der dritte hatte ein riesiges rotes Beil. In der Nacht, wenn es dunkel war, legten sie sich am Wegrand auf die Lauer. Es waren schreckliche Kerle. Wenn sie auftauchten, fielen die Frauen um vor Angst. Die Hunde zogen den Schwanz ein und selbst die mutigsten Männer ergriffen die Flucht. Wenn Kutschen vorbeikamen, bliesen sie den Pferden Pfeffer in die Nüstern. Da mussten die Kutsche anhalten. Dann zertrümmerten sie mit dem roten Beil die Wagenräder. Und mit der Donnerbüchse bedrohten sie die Reisenden und raubten sie aus. Die Räuber hatten ihr Versteck in einer Höhle hoch oben in den Bergen. Dorthin schleppten sie ihre Beute. Sie hatten Kisten, Kisten und Truhen voll mit Gold und Perlen und Ringen und Uhren und Edelsteinen. Da geschah es einmal, dass sie sich in einer tiefschwarzen Nacht eine Kutsche überfielen, in der nur ein einziger Reisender saß. Und das war ein kleines, trauriges Mädchen, das Tiffany hieß. Sie war ein Waisenkind und war auf dem Weg zu ihrer wunderlichen alten Tante, bei der sie in der Zukunft leben sollte. Das gefiel dem Tiffany gar nicht. Und deshalb freute sie sich, als sie plötzlich die 3 Räuber vor ihr standen. Weil die Räuber, außer der kleinen Tiffany, nichts fanden, wickelten sie das Mädchen in eine warme Decke und nahmen es mit in ihre Räuberhöhle. Dort haben sie ihr ein weiches Bett gemacht, in dem sie gemütlich ausschlafen konnte.
Als Tiffany am nächsten Morgen erwachte, sah sie die Kisten und die Truhen, die mit Schätzen gefüllt waren. Ho, fragte sie, was macht ihr denn damit? Die Räuber schauten sich verblüfft an. Sie hatten sich nie überlegt, was sie mit all dem Reichtum anfangen könnten. Und weil Tiffany, das Waisenkind, ihnen so gut gefiel, gingen sie auf die Suche nach anderen unglücklichen und verlassenen Kindern, um für sie zu sorgen. Und sie kauften sich ein prächtiges Schloss, in dem alle Kinder Platz hatten. Die Kinder, die bekamen rote Mäntel, alle die gleichen und roten Hüte, wie die drei Räuber, nur in Rot. Ja, die Geschichte von den Kindern im Räuberschloss, die hat sich schnell herumgesprochen. Jeden Tag wurden neue Waisenkinder vor der Tür gefunden. Und so blieben sie im Schloss, bis sie alt genug waren, um zu heiraten. Dann bauten sie sich Häuser in der Nähe. Bald war es eine ganze Klasse mit Leuten, die alle rote Hüte und rote Mäntel trugen. Und zum Schluss bauten sie sogar eine Stadtmauer mit drei mächtigen Türmen. Für jeden Räuber einen Turm. Aus Dankbarkeit. Liebe Leute, das war die Geschichte von den drei Räubern, von dem Tomi Ungerer, der in Straßburg gelebt hat. Da gibt es auch einen wunderschönen Film dazu. Vielleicht könnt ihr den irgendwo finden und euch mal den Film anschauen. Ihr könnt aber auch mal versuchen, diese Geschichte euren Eltern zu erzählen. Von den drei Räubern, die eigentlich ganz nette Kerle waren. So wie ihr. Hoffe ich doch. Tschüss, Leute. Macht's gut. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann werde ich vielleicht in ein paar Tagen ein Räuberlied für euch singen. Tschüss, macht's gut.